H, Soul Resurrection. Hallo, willkommen zurück. Das heißt zurück. Willkommen beim neuen Let's Play. Grüßt euch. So. ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zuerst mal. Ich habe mir dieses Spiel inklusive PlayStation 3 besorgt gehabt, weil ich das Spiel nicht über einen Emulator spielen wollte und weil es auch nicht ging. Plus, ich finde, ich sollte das Projekt auch irgendwie so ein bisschen unterstützen. Deswegen habe ich mir halt die Hardware und das entsprechende Spiel gekauft. Wer Bleach nicht kennt, sollte sich unbedingt jetzt sofort den Anime angucken. Gibt es die ersten drei Staffeln auf Netflix und den Rest auf Blu-ray und DVD bis Staffel 9. Jedenfalls ist es für mich eines der besten Animes überhaupt. Und als ich gesehen habe, dass es dazu ein Spiel gab auf der PlayStation 3, habe ich mir gedacht, das muss ich mal unbedingt gespielt haben. Ich als jetzt Bleach-Fan. Dann kam ein Problem hinzu. Und zwar, dass ich das Signal von der PlayStation 3 nicht in die Capture Card bekomme, weil der Kopierschutz der PlayStation 3 das verhindert. Ich habe es schon über Wege versucht, über einen HDMI-Switch. Das hat nicht geklappt. Jetzt bin ich erstmal auf ein Composite-Kabel umgestiegen. Ich habe noch eine andere Methode gefunden, womit das auch geht. Womit ich das auch in 1080p abgreifen kann. Aber dazu komme ich leider erst nächste Woche. Also wenn ihr das seht, ist es ja Sonntag. Also nächste Woche könnte gut sein, ja. Jedenfalls gucke ich mal, ob das dann vielleicht besser funktioniert. Und falls nicht, müssen wir leider auf dieser bescheidenen Auflösung spielen. Es tut mir leid, dass es leider nicht anders funktioniert, aber ich habe leider keine Mittel und Wege gefunden, das sonst irgendwie zum Laufen zu kriegen. Also ich habe mir langsam echt die Haare gerauft. Nachdem ich etliche Tutorials mir angeguckt habe und ja. Was gibt es zum Spiel zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ich kenne den Anime und das ist alles. Ich habe mal eine Testaufnahme gemacht, wo ich das erste Kapitel gespielt habe. Das war's auch schon. Also das kenne ich. Aber ansonsten weiß ich leider nicht über die Story Bescheid. Es sei denn, sie ist sehr stark an den Anime angelehnt, was ich jetzt mal denke. Aber an sich keine Ahnung. Deswegen, es würde auch nicht schaden, wenn ihr Bleach kennt, weil dann macht das ganze Let's Play hier auch mehr Sinn. Es ist auch für Leute, oder beziehungsweise für Fans der Serie, genau wie Dragon Ball seit Kakarot. Aber wie dieses Spiel hier gestrickt ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Twists, von denen ich nichts weiß. Keine Ahnung. Aber ich denke mal schon, dass es sehr stark an den Anime angelehnt ist, wie man schon in der Intro-Sequenz gesehen hat. Es greift natürlich viel vom Ende vorweg, so viel sei schon mal gespoilert. Aber, ja, das lässt sich leider nicht ändern. Gut, ich würde sagen, schwatzen wir nicht, sondern steigen ins Spiel ein. Und, was? Onto Wacko Mundo. Auf dem Weg nach Wacko Mundo. Episode 1. Achso, eine Sache noch. Das Spiel gibt es nicht auf Deutsch, mit deutschem Bildschirmtext. Ich glaube, es gab eine Version, die habe ich aber leider nicht. Deswegen müssen wir es wohl oder übel auf Englisch spielen. Und es gibt noch eine französische Ausgabe. Aber das war's auch schon. Aber die Sprachausgabe an sich ist Englisch. So, dann starten wir mal und auf Normal. Los geht's. After the war at the Soul Society, Ichigo Kurosaki returns to the world of the living. However, Aizen has used the Hogyoku to create Arrancars, plotting a new invasion. Aizen also takes note of Orihime Inoue's powers and orders one of the Espadas, Ulquiorra Schiffer, to kidnap her and bring her to Wacko Mundo. Upon discovering this, Ichigo travels to Wacko Mundo with Uryu Ishida and Chad to rescue Orihime. Ja, also uns hat der Sprecher gerade nochmal erklärt, worum es jetzt eigentlich geht. Also es gibt einen Shimigami, also in der Serie geht das um Shimigamis. Das sind ja Todesgötter, wenn man so will, oder Todesengel. Und ja, die tragen so Art Kimonos in Schwarz und haben Schwerter, so Samurai-Schwerter, die sich Sampakutos nennen. So viel sei schon mal gesagt. Und es gibt eine Person, die nennt sich Sosuke Aizen. Und der hat wiederum ein Objekt gefunden, womit er quasi Hollows, das sind böse Geister, in noch stärkere Versionen von denen verwandeln kann. Um es mal ganz platt zu erklären. Und eine Freundin von unserem Hauptcharakter, nämlich
Ichigo Kurosaki, also Orime, wurde in die Wakomundo entführt. Das ist quasi die Welt, in der die Hollows leben. Und nun ist er und noch zwei andere Freunde von ihm auf dem Weg, um Orime zu retten. Und Ulquiorra ist quasi einer der Espada, dazu kommen wir noch später, der Orime entführt hat. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich erklärt, was der Sprecher gerade gesagt hat. Also es ist ein bisschen viel Lore, aber ja, wie gesagt, wenn ihr den Anime gesehen habt, wird euch einiges klar werden. Problem an der Geschichte ist einfach, dass das komplette Bleach-Saga einfach mal 16 Staffeln hat. Also habt ihr einiges zu tun. Ich kaufe mir gerade so nach und nach die ganzen Staffeln auf Blu-ray, aber gut, das ist keine billige Angelegenheit. Jede Staffel kostet so um die 50 Euro. Ihr könnt euch mal zusammenrechnen, was ein Geld ist am Ende kostet, aber ich will sie unbedingt haben. Und da es auf Netflix leider nur Staffel 1 bis 3 gibt und keine Ahnung, ob da noch welche nachkommen dann zum Stream, das ist sehr schade. Achso, ja, die Steuerung ist, im Linkstick laufen wir, mit X können wir springen, wir können auch einen Doppelsprung und mit Viereck können wir angreifen. Look at that. Wir können auch auf R2 so einen Dash machen, auf L2 können wir, auf L1 können wir blocken. Und das war's auch schon von den Moves her. Es gibt noch weitere Moves, aber dazu kommen wir später. Ich werde diese ganzen Tutorials erstmal so ein bisschen skippen, weil ich kenne das schon. So, jetzt müssen wir nämlich angreifen. So. Das sind Hollows. Die haben alle so komische Gesichter, beziehungsweise es gibt auch welche, die sehen sehr unterschiedlich aus. Und Dreieck kann ich noch so eine Spezialattacke machen, die nennt sich Getsuga Tensho. Das ist auch in einem Anime Ichigos Spezialangriff. Oder sein stärkerer Angriff, sagen wir mal. Genau, Spirit Attack. Wie gesagt, auf Dreieck. Das ist das Getsuga Tensho. Das steht dann immer unter unserer Lebensanzeige. Das ist die gelbe Anzeige oben links. Unser Lebensbalken. Also ich fand von dem, was ich schon gespielt hatte, extrem geil das Spiel. Also es macht sehr viel Spaß, die Hollows hier niederzumetzen. Leider ist es auch alles hier so ein bisschen rudimentär. Also ich weiß nicht, ob noch Abwechslung mit reinkommt in den Kampf. Deswegen weiß ich es nicht. Diese grünen Orbs, die wir sammeln, sind quasi Seelen, wenn man so will, und mit denen können wir uns dann später aufleveln. Ist das Palace wirklich da? Vielleicht ist es ein Mirage. Es ist kein Mirage. Ich hoffe mal, dass ich jetzt durch das ganze Gelaber jetzt die Folge nicht in die Länge ziehe. Ja, uns wurde gerade gesagt, Dash Move auf L2. R2. Ja, uns wurde gerade auch nochmal gesagt, was das für grüne Dinger sind. Das sind Soul Points. Kann ich die da oben erwischen? Kamera ist leider manchmal so ein bisschen störrig. Ich habe hier leider keinen Original PlayStation 3 Controller. Ich habe einen da, aber irgendwie hat der Kerl, der mir die PlayStation 3 verkauft hat, so gemeint, ja, der funktioniert irgendwie nicht. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, das zu testen. Werde ich mal morgen versuchen. Ich habe auch für den Controller kein Kabel. Das ist halt so das Problem. Die meisten Kabel, die ich hier habe, sind USB-Generation weit, aber die PlayStation 3 hat ja noch so einen älteren USB-Anschluss benutzt. Daher ist das Ganze ein bisschen schwierig. Aber ich habe jetzt ein Kabel, von daher gucke ich mal, ob ich den zum Laden kriege. Beziehungsweise mal an den zum Laden gebe. Und ob der vielleicht dann funktioniert. Falls nicht, gucke ich mal, ob ich mir vielleicht nochmal einen PlayStation 3 Controller hole, der vor allem halt auch kabellos funktioniert. Weil der ist an die
PlayStation 3 gekoppelt. USB-Kabel. Also er ist wired. Und ich mag keine wired Controller. Also so gar nicht mehr. Ich finde es so ein bisschen doof, dass ich halt meinen Xbox One Controller für den PC halt mit dem Kabel benutzen muss, weil ich habe halt dieses Wireless Kit von Microsoft nicht, weil ich mir dachte so, Alter, das kostet auch nochmal so viel Geld am Arsch. Dann nutze ich es lieber mit Kabel. Reicht ja schon, dass der Controller irgendwie 60 Euro gekostet hat damals. Weil am PC zocke ich halt lieber mit, wie soll ich sagen, Original-Hardware ist falsch gesagt, aber mit Hardware, die halt zum System passt. Und da der Xbox-Controller natürlich super mit Microsoft Windows funktioniert und beim PlayStation 3, bzw. PlayStation 4-Controller, ich dann nochmal zusätzlich ein Programm dafür brauche, ist mir ein bisschen zu doof. Wobei ich vom Layout her einfach den PS4-Controller besser finde. Bin mal gespannt beim PS5-Controller, wie das wird. Ich hatte mir sie jetzt vorbestellt und mal gucken. Dann machen wir mal so ein kleines Unboxing am 19. Don't get in my way. I'm going through. Ja, diese Viecher heißen Menos. Achso, mit L1 können wir den Gegner anvisieren. Menos is nuts. Don't ever let your guard down. I know. Ah, der kickt mich einfach weg. Brech. Oh, warte. Take this. Let's go. It's the end. Genau, die Viecher heißen Menos Grande und das sind quasi etwas größer geratene Hollows, die auch ein bisschen stärker sind als die normalen. Und unter den Hollows selber nennen die sich Gillian. So, jetzt haben wir gerade gesagt bekommen, L2 Power-Up. Genau, und in der Hollow-Vacation, und in der Hollow-Form sind wir wesentlich stärker und halten auch etwas mehr aus. Und unsere Angriffe richten einfach mehr Schaden an. Was ich schon sehr, sehr super finde. So, einen hätten wir. Ah, Alter. Könnten wir ein Leben vertragen. Ah ja. Alter. Sackgesicht. Ja, guck mal hier, ich werde hier voll vermöbelt. Es dauert immer so eine gewisse Zeit lang, bis ich aufstehen kann. Weil er so groß ist, sehe ich mich nicht. Ich gehe halt voll auf die Fresse, ne? Achso, mit X kann ich. Ich kann ja springen. Ich habe das Movement leider noch nicht so verinnerlicht, deswegen kann es auch sein, dass ich vielleicht hier und da mal failen werde. Ah, wir haben es geschafft. Genau, das war das Level schon. Ging eigentlich relativ fix. Ich habe einen B-Rang gekriegt. Wir haben eine Trophäe verdient. I'll try. Ich hab's versucht. Wo ist sie da unlocked? Episode 2 unlocked. Episode 3 unlocked. Navigating the Level-Up Screen. Achso, ja, genau. Es gibt hier ein Level-Up-System und wir werden nach jedem Abschnitt, den wir spielen, nach jeder Episode, werden wir hier in den ins Menü geschickt. Und wir haben hier einen Punkt, der nennt sich Level-Up und da können wir unseren Charakter aufleveln. Wie das funktioniert, das überspringe ich auch mal. Das ist eigentlich super simpel. Genau, hier haben wir die Auswahl zwischen Ichigo, Kurosaki und hier Oryu Ishida. Aber Oryu hat noch nichts. Ja. Also, wie gesagt, jeder Charakter sammelt in seinem Lauf
Soul Points. Das sind diese 439, die ihr da seht. Und damit können wir uns halt aufleveln. Es gibt hier verschiedene Punkte auf diesem Brett, die wir auswählen können. Also Defense, Attacke und so weiter. Und Leben. Also ich mach's erstmal so, dass ich mir Leben hoffe. Hab ich? Achso, ich hab nicht genug. Stimmt, 500 kostet das, oder? Ja. Gut, dann nehmen wir mal Defense ab. You see that? Genau, 139 haben wir noch übrig. Davon können wir uns leider nichts mehr leisten. Das ist alles zu teuer. Aber so funktioniert das Level-Up-System. Also es ist relativ simpel. Collection. Level-Up. Soul Attack ist, glaube ich, so ein Versus-Modus. Ja, und dann haben wir noch Missions. Da können wir irgendwie eine Challenge machen mit einem Charakter, den wir dementsprechend auswählen. Kannst du euch mal kurz zeigen. Also bisher haben wir noch leider keine Mission, die wir anwählen können. Ich glaube, das kommt nach und nach erst, wenn wir die Mission abschließen. So, und der Story-Modus natürlich. Das ist eigentlich alles, was das Spiel beinhaltet. Castle of Hollows. Gut, aber ich würde an dieser Stelle erstmal kurz einen Break machen und sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Bleach Soul Resurrection. Ja, nochmal sorry von meiner Seite aus, dass es leider mit dieser Auflösung nicht so gut geklappt hat, wie es klappen könnte, aber ja. Ist leider, der Kopierschutz der PlayStation 3 ist leider ein Teufelskreis. Aber wie gesagt, ich guck mal, ob ich nächste Woche es vielleicht anders hinbekomme und dass das Bild dann auf jeden Fall besser wird. Trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt mit einem Däumchen nach oben oder einem Kommentar im Kommentarbereich. Ansonsten wieder einschalten bei Bleach Soul Resurrection. Bis dann, tschüss!